Was ist das für ein eiserner Ring rings um meine Stirn? Das zerspaltet mir den Kopf. Ich weiß nicht mehr, wer mir den umgelegt hat. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Es geht um die Fantasie. Es geht um das sich Erdenken und Erfühlen und Vorstellen von den unterschiedlichsten Begegnungen und Welten. Man könnte wahrscheinlich auch sagen, es geht um die Lüge, aber die Lüge ist bei uns eigentlich nicht so sehr im Vordergrund, sondern es geht mehr um den Erschaffungsprozess von etwas oder von jemandem. Es ist ein Mensch mit sehr, sehr viel Fantasie. Und es ist aber ein Mensch, der alles erlebt, was er sich vorstellt. Und es ist gar nicht so die Frage, ob es stimmt oder nicht. Weil das Gefühl ist total real. Als wir überlegt haben, wer Peer Gynt für uns sein soll oder wer das aus dem Ensemble spielen kann, haben wir nicht so sehr über Mann und Frau in erster Linie nachgedacht, sondern vielmehr über wer oder was ist Peer. Und dann sind wir ziemlich schnell eigentlich auf Anmel gekommen. Und ich finde, glaube ich, den Gedanken interessant, in dem dass es ja schon auch eine sehr männliche Biografie ist, die man erstmal so dahinter vermutet. Und das fanden wir aber interessant, mit einer Frau zu begehen. Also, dass man auch dass man das Geschlecht eher als Möglichkeit, also wann handelt man eher als Mann und wann handelt man eher als Frau oder spielt das überhaupt immer eine Rolle? Die anderen Figuren haben auch ihre Autonomität und trotzdem ist, wenn da jemand in einem krassen Kostüm auftaucht, ist das mein Blickwinkel, den das Publikum automatisch sieht. Der Vater spielt insofern eine Rolle, als dass es total viel um den Ursprung des Daseins eigentlich geht. Und der Vater die Familie sehr früh verlassen hat und Trinker geworden ist und Peer alleine mit seiner Mutter aufgewachsen ist und die Mutter ihm eigentlich so sehr diese Fantasieräume eröffnet, in denen er dann beginnt, selbstständig zu leben, erst mit ihr gemeinsam und dann aber geht er immer mehr auf seine eigene Reise, in seine eigenen Welten. Von daher ist der Vater Teil seiner Suche und das ist, glaube ich, nicht losgelöst von einem elterlichen Ursprung zu denken. Solberg ist für mich, ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich würde es nicht Gegenentwurf nennen, oder vielleicht höchstens in dem, dass die Reise, die Solveig erlebt, eine ist, die weniger auf das Außen bezogen ist. Und ich finde, der Hauptunterschied ist eigentlich vor allem eben, dass Peer immer jemand anderen braucht, um sich selbst zu spüren oder um sich selbst zu erfinden. Und Solveig ist da drin viel stabiler, im Sinne von, dass sie ihren Weg geht und nicht so sehr abhängig ist von der Begegnung oder der Bewertung von anderen. Als ich das Stück gelesen hatte, dachte ich so, holla, die Waldfee, also was kann ich da machen, weil mir persönlich liegt eigentlich gar nicht ein Stück, was so märchenhaft ist. Und dementsprechend hatte ich zu Lilia auch gesagt, ich möchte eigentlich nicht gerne diese Orte symbolisieren oder darstellen, dass ich eigentlich ein Gesamtbühnenbild für seine Kopfwelt eben darstellen möchte und finden möchte. Und deswegen hatte ich eben versucht, über andere Wege wie über diese Spiegelwände, transparente Wände, ein Zeichen zu setzen mit diesen verschiedenen Welten. Und dazu muss man auch sagen, dass wir einen Videokünstler dabei haben, Moritz Grebenick, der uns ja auch da auch behilflich ist. Also im Kostümbild, es gibt wie drei verschiedene Ebenen. Und das eine ist die, man kann sagen, eine Grundwelt, Peer und Aase, relativ schlicht, relativ pur, schwarz-weiß. Und dann gibt es Kostüme, die eigentlich die verschiedenen Welten beschreiben oder die verschiedenen Fantasiewelten möglich machen, würde ich sagen, eher als bebildern. Und dann gibt es eben noch die dritte Ebene und das ist Solveig. Und dieses Kostüm, das ist sehr skulptural. Also es sind große rote Röcke, die eben sehr raumeinnehmend sind. Also in dem Moment, wo man in diesem Rock steckt, wird man zu Solveig. Ja, man kann Peer Gynt sicher auf eine Coming-of-Age-Geschichte beschreiben, in dem das ist ein junger Mensch ist, der mit etwas aufgewachsen ist und etwas gelernt hat und sich dann immer weiter von seinem trauten Zuhause entfernt und sich so auf seinen eigenen Weg begibt und eigentlich trotzdem aber immer weiter auch so den mütterlichen Schoß oder Schutz der Mutter irgendwie sucht. Aber bei uns ist die Zeit eigentlich eher was Abstraktes und das Alter auf eine Art auch. Also Peer macht schon eine Entwicklung durch über den Abend, passiert ihm halt auch viel.
Aber es ist für mich eigentlich mehr als nur eine Coming-of-Age-Geschichte. Und wo ist jetzt dieser Peer? Man hat ihn gehängt. Und das ist alles, was von Peer Gynt übrig geblieben ist? Mehr gibt es nicht.